Wir müssen heute übers autonome Fahren reden. Ja, ich weiß, viele von euch und ich auch fahren am liebsten selbst. Macht ja auch besonders viel Spaß. Aber es gibt eben auch eine Menge Situationen, wo es sehr angenehm ist, wenn das Auto einen Teil der Funktionen oder sogar die ganze Fahrfunktion in Zukunft übernimmt. Und darüber müssen wir reden, über die Irrtümer, die es zum autonomen und assistierten Fahren gibt und was da für eine Technik dahinter steckt. Sensoren. Was gibt es da für Level? Und das machen wir quasi an der Speerspitze des derzeitigen autonomen Fahrens in Deutschland fest. Und zwar im Auto 11. Das ist ein Projekt der TU Darmstadt und des Fachgebiets Fahrzeugtechnik. Und die haben hier eben ein vollautonom fahrendes Auto aufgebaut. Level 4, was das genau bedeutet, da reden wir gleich noch drüber. Und was das alles kann, da reden wir auch noch drüber. Und ihr wisst ja, das wird gut. Insgesamt sind das 6 Stufen. Und das ist relativ kompliziert, die auseinanderzuhalten. Und ich weiß auch, dass viele das durcheinander schmeißen. Gerade das autonome und assistierte Fahren. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an und auch, was da für eine Sensorausstattung dazu gehört. Wir fangen an mit Level 0. Deswegen steht ja auch kein Auto, denn Level 0 haben alle Autos. Solange ich das fahre, ist Level 0 angesagt, ist nicht assistiert, ist nicht autonom. Ja, das Auto wird einfach von mir gefahren. Und dann kommen wir zu Level 1. Da ist ganz entscheidend, dass dieses Auto einen Abstandsregeltempomaten hat. Das heißt, der Abstandsvordermann kann eingestellt werden, auch die Geschwindigkeit kann eingestellt werden. Aber es wird hier keine Längs- und Querführung durchgeführt. Ja, es wird also keine Kurvenfunktion, es wird nicht in Kurven gehalten, sondern klassischer Abstandsregeltempomat. Dafür brauche ich schon mal eine Basisausstattung an Sensoren. In diesem Fall hat man, hier unten sieht man es, den Radarsensor. Und hier oben ist eine Kamera drin. Das ist so quasi die Basisausstattung. Und dann gehen wir zu Level 2. Hier, VW ID.4 GTX. Level 2 heißt, dass das Auto schon in einem eingeschränkten Umfang auch Längs- und Querführung übernimmt. Wenn ich die Hände am Lenkrad habe, dann merke ich das auch in der Autobahnkurve, hält er mich in der Kurve drin. Die Sensorausstattung ist jetzt hier nicht großartig viel aufwendiger. Ich habe auch hier meinen Radarsensor. Ich habe hier oben eine Kamera, ich habe hier auch noch seitlich eine Kamera. Da geht es vor allem darum, was macht die Software, was macht die Regelung. Und dann kommen wir zu Level 2 Plus. Und da ist jetzt ganz entscheidend, diese ganzen Level, die ich hier gezeigt habe, das sind alles noch welche, wo der Fahrer 100%ig rechtlich verantwortlich ist für das, was passiert. Ich muss in jeder Sekunde, in jeder Zehntelsekunde dafür verantwortlich sein, was das Auto macht. Wenn ein Unfall passiert, meine Schuld. Ich kann es nicht auf das Auto schieben, wenn das in irgendeinem Fall nicht reagiert hat. Nur bei Level 2 Plus, so wie es im BMW i5 drin ist, gibt es eben die Möglichkeit, dass der Fahrer die Hände komplett vom Lenkrad nimmt. Und jetzt fragt man sich, wie soll denn das jetzt funktionieren? Er ist doch rechtlich 100%ig verantwortlich. Ich kann die Hände nicht vom Lenkrad wegnehmen. Doch, das geht. Wenn ich überwacht werde, da ist innen drin eine Kamera drin, die die ganze Zeit guckt, ob ich konzentriert bin, ob ich auf die Straße schaue. Ja, da kann ich also nicht ins Handy reingucken und die Hände vom Lenkrad nehmen, dann motzt er sofort, oder die Hände vom Lenkrad nehmen und in der Walachei rumgucken. Ich bin immer verantwortlich. Und mache ich das, dann darf ich sogar bis 130 km/h, ein bisschen Toleranz lässt BMW da auch noch zu, auf der Autobahn mit den Händen vom Lenkrad fahren. Ganz wichtig. Ist kein autonomes Fahren, kein teilautonomes Fahren, ist immer noch assistiertes Fahren, weil ich noch 100%ig verantwortlich bin. Und dafür ist die Sensorausstattung dann schon ein bisschen aufwendiger. Hier oben, hier vorne, wieder mein Radarsensor. Und ich habe insgesamt 5 Kameras. 1, 2, 3, 4, da drüben ist noch eine Kamera und hier ist auch noch eine Kamera. Damit sind wir am Ende von Level 2 angelangt. Und das ist noch der Bereich, wo eben der Fahrer verantwortlich ist. Und jetzt kommen wir zu Level 3. Und jetzt wechselt, und das ist der ganz große Schritt, die Verantwortung zum ersten Mal vom Fahrer zum Auto. In einem bestimmten Bereich. Und wir haben jetzt hier Mercedes EQS. Das ist das erste Auto, das für Level 3 zugelassen wurde. Und ganz entscheidend, ob ein Auto Level 3 erfüllt, das heißt, dass es den Fahrer kurzzeitig für bestimmte Fahrbedingungen aus der Verantwortung nehmen kann, das entscheidet nicht der Hersteller, sondern das entscheidet das jeweilige Land und dort die Zulassungsbehörden. Da muss das Auto einen richtigen Führerschein bestehen quasi und zeigen, dass es unter diesen bestimmten definierten Bedingungen selbstständig fahren kann. Und das kann der EQS. Bis 60 km/h
auf der Autobahn, kann ich die Hände vom Steuer nehmen. Ich kann sogar aufs Handy gucken. Ich kann theoretisch mich einfach die ganze Zeit mit meinem Beifahrer unterhalten. Das ist alles rechtlich möglich, weil das Auto bis zu dieser bestimmten Geschwindigkeit eben teilautonom, sagen wir es mal so, fährt. Und dafür musst du aber beim Sensor schon ein bisschen was machen. Dafür reicht es eben nicht, dass du nur ein Radarsystem hast, sondern da muss man noch ein bisschen was auffahren. Und hier hinter diesem Buckel, da steckt ein sogenannter LIDAR. Das ist ein Laserlichtsystem, das mit einem Spiegel das Vorfeld abscannt und ermittelt nicht nur, was da für Objekte sind, da entsteht so ein Bild, das sieht ein bisschen rastermäßig aus, aber schon ein Bild, was vor dem Auto passiert, sondern das kann eben auch die Zeiten messen, wie der Lichtstrahl ausgesendet worden ist, bis er wieder zurückkommt und dadurch quasi eine Art 3D-Bild schaffen. Und das ist schon ziemlich genau. Und damit kann ich noch mal mehr Informationen sammeln, um eben zum Beispiel eine teilautonome Funktion noch sicherer zu gestalten. Nur so nebenbei, der zweite Buckel hier ist ein Blindstopfen. Das hat Mercedes nur gemacht, damit das Ganze hier symmetrischer aussieht. Und bei Mercedes EQS gibt es dieses LIDAR-System auch nur bei den Autos mit dem Level 3-System. Die normalen EQS haben das nicht. Also wenn ihr einen solchen auf der Straße seht, dann wisst ihr immer, ist ein Level 3-System. Hat er das vorne nicht, ist es ein Level 2-System. Das reicht aber noch nicht. Typisch Mercedes habe ich hier oben noch eine Stereokamera drin, die eben wie die Augen auch eine gewisse Stereosicht erlaubt. Auch das erhöht nochmal die Präzision und dann ist auch noch ein Radar mit drin. Und Radarsysteme sind eben besonders dann gut, wenn es darum geht, Objekte in der Entfernung und in der Geschwindigkeit genau zu messen. Und diese ganzen Sensoren, die fusionieren halt zu einem besonders präzisen Bild, was ich natürlich haben will, wenn ich das Auto so sicher wie möglich steuern will. Und das ist jetzt gerade die Speerspitze dessen, was es auf der Straße gibt. Mercedes ist nicht mehr der Alleinige auf der Straße mit dem Level 3 System. BMW hat das für den i7 jetzt auch genehmigt bekommen, zum Beispiel in Amerika. Und jetzt muss man bloß noch darauf warten, dass sie ein bisschen schneller fahren dürfen, weil ich bin den EQS schon gefahren auf der Autobahn bis Tempo 60 km/h. Das ist ein bisschen frustrierend, weil die Bedingungen, dass er das macht, die sind so eingeschränkt, dass man es in den meisten Fällen gar nicht machen kann. Ist aber auch verständlich, weil wie gesagt, rechtlich wechselt die Verantwortung vom Fahrer zum Auto in diesem eingeschränkten Bereich. Und eine kleine Sache können wir noch machen, dafür gehen wir kurz mal nach hinten. Weil die Verantwortung wechselt und weil das Auto eben sicher sein muss in dem, was es tut, gibt es hier hinten noch eine Kamera hier oben. Aber was macht die? Die guckt nur nach hinten, ob da hoheitliche Fahrzeuge kommen. Also Krankenwagen oder Polizei mit Blaulicht. Und dann muss das Auto das erkennen. Und jetzt gehen wir noch mal nach vorne. Denn grundsätzlich ist das, was Mercedes und BMW macht, zurzeit die Speerspitze des teilautonomen Fahrens bei Serienfahrzeugen. Da geht es bis maximal Level 3 und ich habe es ja schon erklärt, Level 3 kann nicht der Hersteller selbst bestimmen, er kann nur die Technik dafür bauen. Dass das Level 3 ist, müssen die Zulassungsbehörden wieder bestätigen. Die müssen richtig eine Art Führerschein machen. Es gibt Länder, die sind da etwas laxer in den Sicherheitsbestimmungen. USA zum Beispiel. Und deswegen gibt es auch Hersteller wie Tesla, die dort schon Funktionen erlauben, die in den Bereich Level 3 hineingehen. Das heißt wirklich teilautonomes Fahren, aber nicht Level 3 sind. Das ist rechtlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage es nur nochmal. Hier ist der Fahrer noch hundertprozentig verantwortlich. Hier wechselt die Verantwortung, zumindest in Teilbereichen, schon auf das Auto. Ganz wichtig, wenn es im Unfall zu Diskussionen kommt und wer zahlt, kann das schon mal besonders werden. So, und jetzt kommen wir zum ersten Mal zum vollautonomen Fahren. Level 4 gibt es im Serienautobereich noch nicht. Das gibt es bei Robotaxis und Ähnlichem oder eben hier mit Auto 11. Das ist übrigens aus dem Projekt Unica Agil entstanden. Und hier müssen wir uns mal über die Sensoren unterhalten, weil die sind ja ziemlich extrovertiert. Ja, die sind sogar noch extrovertierter als bei manchen chinesischen Herstellern. NIO zum Beispiel hat ja dann einen großen LIDAR-Pickel obendrauf und dann noch Kameras. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Chinesen stehen drauf, wenn sie Technik von außen zeigen können.
Das finden die gut. Ja? Wird gezeigt, ob das jetzt schön ist oder nicht. Sei mal dahingestellt, hier ging es nicht um Schönheit. Hier ging es vor allem erstmal um Funktionen. Deswegen ist hier alles aufgefahren worden, was man sich derzeit so an Sensoren vorstellen kann. Weil es soll ja voll autonom fahren. Das heißt, der Fahrer kann sich Level 4 in definierten Situationen komplett zurücklehnen oder die Insassen können sich komplett zurücklehnen und können sagen, das Auto macht es komplett autonom. So, und als man das Ganze jetzt entwickelt hat, hat man sich so ein bisschen an die Struktur gehalten, wie sie auch beim Menschen stattfindet. Das heißt, beim Menschen habe ich ja ein Großhirn, ich habe ein Stammhirn, ich habe noch ein Rückenmark. Unser Rückenmark hat ja auch die Funktion, hier aus dem Hirn die ganzen Informationen, die Daten und die Steuerung an Hände und Beine weiterzugeben. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal die Sensorik hier an, weil die ist ziemlich aufwendig und vor allem auch sehr, sehr teuer. Da sehen wir hier oben dieses kleine Gerät hier. Was denkt ihr, was das kostet? No, könnt ihr mal schätzen. Ich kann es euch sagen, könnt ihr euch im Prinzip einen Kompaktwagen von kaufen. Ist richtig teuer. Und das ist ein besonders aufwendiger LiDAR. LiDAR habe ich ja beim Mercedes auch schon erklärt, wie das funktioniert mit der Laser, der Lichtemission. Und in diesem Fall haben wir es sogar mit einem 360-Grad-Gerät zu tun. Das heißt, das scannt rundherum. Wobei, es ist Licht, das heißt, in diesem Fall wird es gestoppt von der Karosserie, aber ansonsten hat er einen sehr weiten Blick. Und davon haben wir hier vorne sogar zwei. Kann man sich schon ausrechnen, was das Ganze kostet. Und dann kommen noch Kameras hinzu. Stereokamera. Die haben wir hier oben, hier und dort. Ja, wie bei den Augen. Ich brauche zwei optische Sensoren und daraus mache ich schon so eine Art 3D-Bild. Dann habe ich noch weitere Kameras, die mein Umfeld beobachten. Und dann kommen auch noch Radarsensoren hier hinzu. Das ist ein sogenannter Long Range, also ein Radar mit einer langen Reichweite. Habe ich links wie rechts. Und dann zusätzlich noch hier unten auch nochmal ein Radar. Wobei man ein bisschen unterscheiden muss, das hier sind die Hauptsensoren. Das sind die, die wirklich für die aktuelle Funktion sorgen. Die hier unten, dieser Radar und auch hier diese Ultraschallsensoren, das ist quasi nur eine Rückfallebene. Wenn es jetzt mal im Notfall mit den Sensoren nicht mehr funktioniert oder man stoppen muss, dann kommen die nochmal in Betracht. Ansonsten ist das hier wichtig. Und was für mich dann noch ganz entscheidend ist, man verlässt sich eben nicht auf einen einzigen Sensor, sondern man wählt verschiedenste Arten. Wieso macht man das? Weil die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Gucken wir uns hier mal den Radar an. Wenn ihr mal ein Bild von einem Radar seht, da erkennst du kein Auto, da erkennst du nicht, was das genau für ein Objekt ist. Was er aber unglaublich gut kann, ist Entfernungen und auch Geschwindigkeiten messen. Das kann er großartig. Nehmen wir eine Kamera. Kamera, siehst du ein tolles Bild. Super. Ja? Ihr seht ja auch gerade das Bild dieser Kamera. Super scharf, wunderbar. Aber wenn du jetzt über dieses Bild Geschwindigkeiten erkennen willst oder du willst Entfernungen damit detektieren, dann musst du das quasi umrechnen. Das geht. Du kannst zum Beispiel Geschwindigkeiten durch Pixelvergleich berechnen. Ja, du hast in dem einen Bild stehen die Pixel da, im nächsten Bild stehen sie da. Entfernung könnte so und so sein, aber es ist nicht so genau. Aber wenn du Objekte erkennen willst, ist das halt sehr, sehr wichtig. Und wenn du dann noch eine Stereokamera hast, hast du auch eine gewisse 3D-Sicht. Aber das allein hat natürlich auch seine Begrenzungen, wenn es zum Beispiel um schlechtes Wetter geht. Nebel oder ähnliches, dann sehe ich halt nicht mehr großartig viel. Und jetzt kommen wir hier oben zum LiDAR, der teuerste Sensor. Der verbindet so ein bisschen die Stärken von Kamera und Radar zusammen. Das heißt, ich habe eine Entfernung, ich habe eine Geschwindigkeitsmessung, ich habe eine Objekterkennung. Das alles nicht so genau wie die einzelnen hier, aber zusammen schon ziemlich leistungsfähig. Und vor allem, wenn man die drei Sensoren zusammenpackt, dann kriege ich halt ein ziemlich genaues Abbild von dem, was auf der Straße vorne passiert. Und ich habe hier oben nochmal nachgefragt, was gerade so ein Velodyne LiDAR beherrscht. Der kann inzwischen schon quasi durch Nebel durchgucken. Also wo wir Menschen schon aufgeben müssen, kann der schon durchgucken. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, wenn es große Schneeflocken gibt und die tauchen vorne von dem LiDAR auf, wird es auch nicht mehr so lustig. Und daran sieht man schon, welchen Aufwand man treiben muss, nur von der Sensortechnik her, um Level 4 zu erfüllen. Und deswegen haben wir hier auch noch kein Level 5 Auto stehen. Level 5 bedeutet ja, dass ich nicht nur auf definierten Abschnitten und unter definierten Bedingungen vollkommen autonom fahren kann, sondern Level 5 bedeutet, das Auto kann es immer. Es gibt keine Einschränkungen. Das heißt, hier
Wenn ich dieses Auto unter allen Bedingungen betreiben will und fahren will, dann brauche ich theoretisch trotzdem noch einen Führerschein. Weil es gibt ja immer Bedingungen, wo er eben nicht voll autonom fahren kann. Und dann muss ich ja ans Steuer. Bei Level 5 gibt es keine Ausnahme. Und die große Frage ist, und deswegen steht hier auch kein Auto, ob wir in den nächsten Jahrzehnten wirklich Level 5 bekommen. Wirklich Autos, die das können. Was es definitiv schon gibt, ist Level 4. Und ich habe ja auch nachgefragt, wenn sowas auf der Straße unter Umständen Realität werden könnte, besonders schwierig ist da die Stadt, da reden wir so über 2030, 2035 plus. Schauen wir einfach mal. Und ich habe jetzt die ganze Zeit nur hier über Sensoren geredet. Jetzt gehen wir mal hinter und dann werfen wir mal einen Blick hier drauf. Das ist die Rechnereinheit. Und um sich vorzustellen, was da geleistet wird, kann ich nur sagen, dass allein diese Rechnereinheit zum Teil bis zu 5 Kilowatt an Leistung braucht. Nur diese Einheit. Und dann weißt du schon, was da an Rechenleistung drüber laufen muss, damit das Ganze so funktioniert, wie es funktioniert. Das muss natürlich in Zukunft alles runtergefahren werden. Das muss in großen Stückzahlen hergestellt werden. Das ist alles viel, viel günstiger. Aber meine Botschaft am Schluss ist, ja, ist alles machbar, ist aber alles wahnsinnig aufwendig und braucht noch viel Entwicklungsarbeit. Und vor allem, damit das bezahlbar wird, brauchen wir in Zukunft Stückzahlen. Jetzt sitzen wir hier in einem Hightech-Forschungsauto. Es ist unschwer zu erkennen, dass es wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Was hat das denn jetzt insgesamt gekostet und woher kommt das Geld? Zunächst mal, das Geld kommt hier wirklich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die haben uns gefördert, also uns sind diese 8 Universitäten mit den ausgewählten Industriepartnern. Wir haben vorhin auch schon diskutiert, es sind hier locker über 20 Promotionen entstanden, weit über 100 Mitarbeiter waren in Summe beteiligt. 20 Promotionen? Ja, ja, wow. über diese fast 5 Jahre. Und ja, das ist wirklich auch natürlich nur möglich mit dieser öffentlichen Förderung. Aber trotzdem, ich meine, das hört sich jetzt alles wahnsinnig viel Geld an, ob das jetzt 30 oder 40 Millionen sind, was das gekostet hat. Aber ehrlich gesagt ist das ist Peanuts im Vergleich zu dem, was sonst so in dem Bereich ausgegeben wird. Sehen wir auch so, ja. Aber klar, man muss auch immer dazu sagen, wir haben es hier natürlich nicht bis zu einer Kundenreife getrieben. Das hast du selber gemerkt heute. Das war auch nicht mehr das Ziel einer öffentlichen Forschung, ganz klar. Ja. Das ist im Automobilbau immer das Problem. Die letzten 5%, die kosten so unglaublich viel genau. Geld. Ja. Ja. Aber ohne die brauchst du auf der normalen Straße nicht anzutreten. Völlig klar. Jetzt fährt er erstmal von selbst. Von selbst. Gut, geradeaus auf einer abgesperrten Strecke. Ist jetzt noch kein Rocket Science, natürlich. Definitiv nicht, aber er kann ja ein paar ganz besondere Sachen schon und da bin ich sehr gespannt drauf, was er uns da zeigt. Adaptive Cruise Control, er weiß, dass da vorne ein Auto fährt, er hält sich daran, das ist das, was wir in den meisten Autos heutzutage schon drin haben und das ist dann assistiertes Fahren, das müsste dann Level 1 sein. Level 4. Das fahren wir jetzt gerade. Ja. So, also wir werden jetzt gleich mal kurz anhalten. So, jetzt schauen wir mal. Also da ist quasi der Maßstab, der perfekte menschliche Chauffeur, der ganz genau weiß, wie er dann die Verzögerung rausnimmt, sodass man am Schluss im Idealfall sogar ohne merklichen Ruck stehen bleibt. Aber gut gemacht. Jetzt gibt es ja in Amerika schon Waymo und Co., die schon in den großen Städten herumfahren. Level 4. Wieso geht es da bei uns nicht? Also Waymo und Cruise sind absoluter Benchmark in dem Thema, gar keine Frage. Die machen einen super Job, die machen das auch sehr vorsichtig, sehr vernünftig. Man hat auch gesehen, wie lange sie in San Francisco geübt haben mit Sicherheitsfahrern und jetzt haben sie den kommerziellen Betrieb gestartet. Die haben sich auch von vornherein auf diesen Case fokussiert. Unsere Hersteller sind extrem gut und würde ich sagen Weltklasse im Bereich der an Privatkunden ausgelieferten Fahrzeugen und dann dort Level 3 und 2. Es ist ein anderer Case. Aber was sie dort auch natürlich nutzen, ist, dass sie in den USA schon noch mal einen toleranteren Rechtsrahmen haben, solange nichts passiert. Das kennen wir alle aus den USA. Wenn was passiert, sind dort die Schadensersatzforderungen und natürlich auch enorm. Also da haben sie ein großes Risiko letztlich auch und das müssen sie natürlich beherrschen. Und toi, 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 bisher ist diesen beiden Firmen, außer kleinere, peinliche Fehler, auch nichts Relevantes passiert. Also es gab noch keine Personenschäden, toi, toi, toi. Jetzt muss man da die USA aber auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Da geht es
wie du schon gesagt hast, vor allem um den Rechtsrahmen, denn dort ein Auto zuzulassen, irgendeins und auf der Straße fahren zu lassen, ist viel einfacher als bei uns. Gleichzeitig muss man so nebenbei sagen, passieren auch viel, viel mehr tödliche Unfälle als bei uns. Oder ich habe es jetzt auch beim Testen erlebt, NIO ET5, abgesperrte Teststrecke und plötzlich will der einfach ganz hart nach links abbiegen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und dann hängst du da und ziehst ihn wieder gerade. Also diesen Zustand wollen wir nicht haben. Aber welchen Zustand wir jetzt haben wollen, ist, dass er jetzt selbstständig bei Rot angehalten hat. Ja, genau. Wunderbar, das hat er gut gemacht. Wir machen jetzt was Besonderes, und zwar Slalom ohne Gieren. Jetzt werden die meisten große Fragezeichen haben. Es gibt ja drei Achsen beim Auto. Es gibt eine Quer-, eine Längs- und eine Hochachse. Und dabei gibt es beim Auto ein sogenanntes Nicken. Wenn ich zum Beispiel bremse, dann nickt das Auto vorne ein. Es gibt ein Wanken, wenn ich um die Kurve fahre. Da wird eben um die Längsachse gekippt. Und dann gibt es noch eine Hochachse. Und da dreht sich das Auto drumherum, was es logischerweise beim Slalom machen muss bei üblichen Autos. Das ist interessant, oder? Das ist echt spannend. Also ohne Gieren heißt jetzt wirklich, dass das Auto einfach parallel zur Fahrspur weiter bleibt, ohne dass jetzt mein Heck oder meine Front Bewegungen macht. Und das ist interessant. Das Problem ist halt immer, was ich mir da denke, jetzt hast du hier vier völlig autark angetriebene Räder. Wenn da eines von den Rädern eine Schweinerei macht, dann hast du fahrdynamisch einen Eingriff. Ja. Der ist recht final. Aber du musst jetzt noch ganz andersrum sehen. Angenommen, die funktionieren und du kommst, warum auch immer, weil da jetzt eine Eisplatte lag oder irgendwas blöd ist, hast du halt auch noch mal mehr Eingriffsmöglichkeiten als beim ESP. Er hat jetzt kein Kennzeichen, ist noch nicht draußen rumgefahren. Wann kann man sich denn vorstellen, dass sowas mal draußen fährt? Also wenn wir wirklich davon ausgehen, es soll überall fahren können, wo ein Mensch das heute anwenden könnte und auch unter den Bedingungen, würde ich sagen, auf jeden Fall nach 2035. Also eher 2040. Okay. Ich traue mir keine Aussage zu, ob wir Level 5, also unter allen Bedingungen, überall, wo es Mensch könnte, automatisiert fahren werden. Weiß ich nicht. Das ist sicherlich noch ein verdammt langer Weg. Und die Schwierigkeit sind immer diese Corner Cases. Ja? Diese Dinge, wo wir als Menschen einen siebten Sinn haben, zum Glück. Ja. Weil wir fahren ja auch schon sehr lange Auto. Und selbst wenn wir noch nicht Auto gefahren sind, haben wir als Menschen sehr viel gelernt, beobachtet, wie andere Menschen sich verhalten, was sie vielleicht auch an dummen Sachen tun. Das ist ein langer Weg, das einer künstlichen Intelligenz zu vermitteln überhaupt. Oh, cool. Jetzt machen wir ein. Ja. Ernsthaft? Das ist gut. Ich bin jetzt etwas überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Und ich dachte jetzt, okay. Das ist schön. Gut, das könnt ihr jetzt hier machen. Ihr habt Radnabenmotoren hier. Das heißt, ihr habt eine komplett autarke Radsteuerung. Ihr müsst doch nicht mit Antriebswellen und Ähnlichem arbeiten. Das ist ein bisschen wie im Skilift oder in so einer Gondel. Einfach nur rücken. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß ja, dass das hier ein Forschungsauto ist und ich weiß, mit welchen Problemen man da noch zu kämpfen hat. Und gerade wenn du den Feinschliff machen willst, das, was ja später in der Serie auch so viel Zeit braucht, das hat man natürlich hier noch nicht gemacht. Also ich finde es faszinierend, was da schon geht. Das geht übrigens sehr schnell, nur so nebenbei. Das ist... Okay, cool. Also ich glaube, eines der Punkte war die fast schon Revolution, kann man sagen, im Deep Learning, also in der künstlichen Intelligenz, dass man einfach gesehen hat, man kriegt so viel bessere Qualität hin, gerade im Bildverstehen auch. Und das ist auch richtig, das konnte man in Benchmarks zeigen, aber man hat dann irgendwann halt auch gemerkt, dass ich vielleicht von 60% auf 95% komme, was im Alltagserlebnis phänomenal gut ist. Das reicht für jede Consumer-App, aber es reicht halt bei weitem nicht, um was Sicherheitsrelevantes damit zu tun. Weil da rede ich nicht von 99, da rede ich auch nicht von 99,9, sondern rede ich davon, dass wir in Deutschland ungefähr alle 700 Millionen Kilometer auf der Autobahn einen tödlichen Unfall haben. Das musst du erstmal schlagen. Da willst du ja hinkommen. Du willst ja nicht schlechter werden als der Mensch. Das ist eine krasse Zahl. Alle 700, das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Deutsche Autobahn. Damit sind wir ja mit auch die sichersten Autobahnen auf der Welt. Das ist schon krass. Dieses Safety First, das macht uns natürlich langsam, aber das macht uns zu Recht langsam. Okay, also was wir jetzt erstmal mitnehmen, ist, es ist noch nicht klar, wann wir wirklich auch Privatautos bekommen, die Level 5 komplett autonom fahren. Ich persönlich würde sogar sagen, ich weiß noch nicht mal, ob es noch in meiner Lebenszeit geschieht. Ich bin sehr gespannt, ich werde
das Ganze beobachten. Level 3 haben wir. Level 4 wird auch kommen. Auf eingeschränkten Strecken werden wir das, auf bestimmten Strecken und bestimmten Wetterbedingungen werden wir das auch sicherlich haben. Alles andere wird spannend. Jetzt wird ja das autonome oder teilautonome Fahren immer leichter, desto eingeschränkter der Einsatzbereich und auch die Geschwindigkeit ist. Das heißt, wenn wir speziell bei Nutzfahrzeugen reden, LKWs zum Beispiel, mit einer nicht allzu hohen Geschwindigkeit auf Autobahnen, dort müsste sich doch in absehbarer Zeit schon einiges tun. Also ich gehe fest davon aus, dass wir noch in diesem Jahrzehnt in den Süden, in den südlichen Staaten der USA LKWs sehen werden, die komplett fahrerlos funktionieren. Und die fahren dann von den großen Logistikzentren zwischen denen hin und her. Ja. Und werden das wahrscheinlich auch so tun, dass sie von Logistikzentren starten, die nah an einer Autobahn sind, vielleicht eine eigene Auffahrt haben, dass sie gar nicht noch irgendwie durch den Kreisverkehr oder eine Ampel durch müssen. Und wenn die mal auf der Autobahn sind mit 80 km/h. Also wirklich komplett, da sitzt niemand mehr drin. Die fahren einfach von sich aus. Ja, das wird funktionieren. Okay, das meistens aber auch schon auf definierten Strecken dann. Aber im Mischverkehr mit den normalen Fahrzeugen natürlich. Okay. Aber klar, nur auf wenigen Routen im Süden, wo ich wetterstabil bin und wo ich auch die ganz langen Distanzen von Ost- nach Westküste habe. Ja. Aber wie sieht das dann in Deutschland oder Europa aus, wenn ich mir wirklich überlege, da soll ein LKW die komplexe Aufgabe eines derzeitigen Fernverkehrfahrers übernehmen, Autobahn, Landstraße, Stadt, zum Ort, wo die Ware hingebracht werden soll? Ich sehe da in Deutschland bis auf ganz wenige Ausnahmen auch gar keine Anstrengung in die Richtung. Also die Hersteller, die großen LKW-Hersteller konzentrieren sich da vollständig auf die USA. Die Distanzen sind größer. Ich habe diese Highway-Strukturen und diese Hub-zu-Hub-Strukturen. Und es ist auch vom Berufsprofil her ganz unterschiedlich, ob ich Fernverkehr fahre, also Fahrer für Fernverkehr bin, oder im Verteilerverkehr. Und das Gute ist, der Verteilerverkehr ist auch gar nicht so unattraktiv für die Fahrer. Es gibt ja Leute, die LKWs gerne fahren. Du gehörst vielleicht dazu. Ich liebe LKW-Fahren. Hey, brauchst mich nicht, LKW-Fahren ist geil. Aber du willst bestimmt nicht wochenlang unterwegs sein, von der Familie getrennt oder auf dem Rastplatz übernachten. Wenn du nur Verteilerverkehr machst, musst du das alles nicht. Und das ist auch das Komplizierte. Da werden wir noch lange keine Automatisierung haben. Deshalb ist es eigentlich ein schöner Teamansatz. Die unattraktive Langstrecke kann der Computer machen. Mhm. Und die Fahrer, die nutzen wir im Verteilerverkehr. Das ist eigentlich ein guter Use Case. Genau. So. Jetzt sind wir im manuellen Fahrmodus. Das heißt, du gehst jetzt einmal mit dem linken Fuß auf die Bremse. Okay. Und die musst du dann runterdrücken und dann hier einen Knopf drücken, dann löst sich die Handbremse, dann ist das Fahrzeug grundsätzlich in der Lage zu fahren. Alex! Ey, du fährst echt wie der letzte Mensch, ey. Das kann nicht wahr sein. Hättest du nie Autofahren gelernt. Das kann nicht. Wie schön ist es doch, so ein großes Lenkrad in der Hand zu haben, oder? Das ist wirklich... Oh Mann, ihr werdet hier durchgeschaukelt, ey. Da fährst du am Anfang wie ein Anfänger, das ist ja krass, ey. Und dann merkst du mal, wie viel 20 km/h sind, ne? Ja. Ja, vor allem, weil die Dynamik beim Einlenken halt so extrem zackig ist. Und du natürlich hier eine Lenkübersetzung hast, die du nie bei einem normalen Auto zulassen würdest. Und jetzt kann ich einfach, ist da jemand hier auf der Spur, kann ich jetzt einfach einschlagen und drehen? Einschlagen und drehen, genau. So, Herr Bloch, jetzt erklären Sie mal, wie war das denn mit dem 30 Millionen Fahrzeug? Also, das war so. Wo ist denn der Kameramann? Wo ist denn der? Ja. Ah, sehr gut. Genau das habe ich geplant. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Winkel. Ja, sehr gut. Ah, sehr gut. So, das ist jetzt ein bisschen blöd fürs autonome Fahren, aber am meisten Spaß macht es immer noch, wenn man es selber macht. Es gibt Drehtage, die klingen auf dem Papier erstmal ein bisschen trocken. Ja, Alex, du fährst jetzt nach Darmstadt auf das Testgelände der TU Darmstadt und kümmerst dich dort um autonomes Fahren, speziell am Projekt Auto 11. Und was soll ich sagen? Es war ein richtig guter Drehtag. Es hat nämlich richtig viel Spaß gemacht, hier mit unglaublich fähigen Leuten zu sprechen, die an diesem Projekt gearbeitet haben, die es weitergebracht haben und auch eben die Speerspitze der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen in Deutschland zu sehen. Da geht eine Menge und ich finde es beeindruckend, was die Jungs und Mädels
dahingestellt haben. Da sind ja nicht nur Doktorarbeiten drauf entstanden. Da haben auch ganz, ganz viele Studenten in der Praxis gelernt, wie man in Zukunft eben autonomes Fahren umsetzt oder eben nicht. Und dieses eben nicht, das wird noch ein ganz spannendes Ding. Was kriegen wir denn in Zukunft? Level 4, Level 5. Eins steht schon mal fest, bei den Serienautos haben wir zumindest Level 3.